around the world. Ist Corona vorbei? Droht im Herbst wieder das Gleiche, was wir schon erlebt haben? Über all das habe ich gesprochen mit dem Arzt, Epidemiologen und früheren Gesundheitsamtschef, der für mich persönlich eine Art Wegweiser, ja, ich würde sogar Leuchtturm sagen, in dieser Corona-Zeit war und ist, der in meinen Augen eine Stimme der Vernunft ist. Das ist Dr. Friedrich Hörner. Und schon jetzt bei dieser kurzen Ankündigung hier musste ich mir überlegen, was von dem, was der Herr Dr. Hörner gesagt hat, ich hier erwähnen kann, wegen der Zensuraufrufung. Weil was er darüber sagt, wie es sich im Moment verhält mit Corona, das könnte schon wieder die Zensoren hier auf den Plan rufen, dass sie das Ganze löschen. Und gerade am Schluss des Gesprächs gab es zum Beispiel noch ein interessantes Moment, wo wir über die großen Medien sprachen und wo ich dann sagte, nein, die bekommen Millionen an Impfwerbung. Und die Frage ist, wie unabhängig ist man dann noch in der Impfberichterstattung? Aber für mich ein ganz, ganz wichtiges Gespräch, eine ganz, ganz wichtige Einordnung der Corona-Zeit insgesamt und des jetzigen Zustand ist auch eine Abrechnung mit der Corona-Politik, insbesondere mit Herrn Lauterbach. Ich empfehle Ihnen sehr, reinzuschauen, aber jetzt rede nur ich über Dr. Hörner, aber Herr Dr. Hörner ist ja noch da. Er bittet mich übrigens, ihn nicht Doktor zu nennen. Er sagt, er weiß das selber, finde ich sehr sympathisch. Und ich gebe ihm jetzt noch kurz das Wort, Herr Dr. Hörner, hier jetzt auf YouTube bitte mit der Schere im Kopf vielleicht ganz kurz, was war für Sie das Wichtigste, was rüberkommen sollte in dem Interview? Voilà. Vielen Dank. Nun ja, also die Frage, die uns alle quält, ist, wie wird es im Herbst, im kommenden Herbst weitergehen? Für mich persönlich ist Corona vorbei. Corona, das Virus, der Erreger ist endemisch geworden und wir werden immer wieder, gerade im Herbst und im Winter, Corona-Erkrankte bekommen. Das wird so sein. Wie die Maßnahmen laufen werden und ob wieder dieselbe Hysterie wie in den letzten zwei Jahren ablaufen wird, das, denke ich, hängt ganz stark von den Akteuren oder von den jetzigen Hauptpersonen ab. Wenn an dieser Stelle immer noch der gleiche Gesundheitsminister sitzt wie jetzt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Panik wieder nach oben steigen wird, das Angstlevel ansteigen wird, die Menschen wieder Masken tragen werden und Impfung als alleiniges Heilmittel dargestellt wird. Dem ist aber eben nicht so. Wir müssen genau jetzt hingucken, wie viel werden sich schon infiziert haben, wie hoch ist der Schutz in der Bevölkerung. Ich gehe davon aus, der ist relativ hoch. Bei den Erwachsenen, also an die 99%, dürften mit Impfung und mit einer Infektion bereits geschützt sein. Und genau das muss man jetzt der Bevölkerung sagen. Also wir müssen jetzt die Bevölkerung wieder mitnehmen. Wir müssen sie an den Händen nehmen und einfach wieder eine Beruhigung einkehren lassen. Denn die letzten zwei Jahre waren viel zu anstrengend. Ja, Sie sehen schon, sehr spannend und hochinteressant, was Herr Hörner zu sagen hat. Und ich verspreche Ihnen, das gesamte Interview ist noch viel spannender und Sie werden es nicht bereuen. Auch für mich sehr viele interessante neue Informationen und Denkanstöße. Hier auf YouTube wegen der Zensur nicht möglich. Hanebüchen, dass wir solche Zeiten erleben. Deshalb für Sie ein kleiner Klick direkt unter dem Video. Sehen Sie die Links auf Rumble, auf Odyssee, auf freie Medien im Internet, wo man sich unter erwachsenen Menschen normal unterhalten kann und wo nicht Silicon Valley ein Milliardenkonzern bestimmt, was wir sagen dürfen. Gehen Sie mit mir rüber und hier an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Dr. Hörner. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Sehr gern. Und vielen Dank Ihnen. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, unterstützen Sie, wo Sie ohne Subventionierung von GEZ-Gebühren oder von Impfwerbemillionen informiert werden. Alles Gute. Danke. Reich zu 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 Reich z